Raus aus der Energiekrise, rein in die Klimalösungen. Alle Klimalösungen sind da, die wir brauchen für ein 100% erneuerbares Bayern. Wir müssen es nur umsetzen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Sterner. Ich bin heute privat hier, nicht in offizieller Funktion als Hochschulprofessor. Und ich bin Elektriker, gelernter Elektriker. Habe da vor 20 Jahren, 25 Jahren angefangen mit erneuerbaren Energien in Ostafrika. Zeichen der Solidarität. Bin Professor an der Hochschule in Regensburg. Und bilde da junge Menschen aus, die wir dringend brauchen für diese Energiewende. Ich bin aber auch eben einer der Erfinder von Power to Gas. Also darüber haben wir das Langzeitspeicherproblem von Wind- und Solarenergie gelöst. Wir gehen über Wasserstoff, gehen über Methanisierung und können dadurch den Kreis schließen. Und die Deutsche Umwelthilfe hat damals gesagt, dass wirklich die Lösung des gordischen Knotens der Energiespeicherung, keiner kann mehr sagen, dass Wind und Sonne nicht zuverlässig jederzeit verfügbar sind mit diesem Konzept. Es ist alles da, schon seit mehr als 13 Jahren. Wir müssen es im Endeffekt nur umsetzen. Und ich bin auch Musiker, ganz leidenschaftlich. Mich hat schon der Flügel fast gejuckt, dass ich da hingehe, aber das wird später vorgesehen. Ich mache auch Klimaschutzlieder schon seit vielen, vielen Jahren. Habe zu Kopenhagen eins geschrieben, habe für die Fridays for Future eins gemacht und sammle dadurch auch Spenden. Und nicht zu guter Letzt bin ich eben auch Buchautor über viele Fachbücher und ich habe auch ein Buch geschrieben, So retten wir das Klima ohne Abbildungen, einfach Energiewende einfach erklärt. Ja, und weil Compliance in diesen Tagen sehr, sehr wichtig ist, auch zu mir noch ein bisschen die Compliance. Und zwar, da bin ich Mitglied bei Greenpeace, Amnesty, BUND, Solarvereinen. Ich bin ehrenamtlich engagiert beim IPCC, im VDI. Ich bin auch, ich spende für Wikipedia, für die Steyler Missionare, mit denen ich in der dritten Welt war, war lange Zeit Vorstand vom katholischen Bildungshaus in Landvolkshochschule in Niederalteich. Warum erzähle ich euch das? Weil ich halt hier auch überparteilich bin. Ich bin bei allen Parteien, außer ganz links und ganz rechts. Ich habe jahrelang auch für die CSU referiert, aber dann irgendwann mal da einen Nagel dran gehangen, als sie nämlich den Kreuzerlass gemacht haben. Warum? Weil ich als Mensch aus der Jugendarbeit, aus der katholischen, nicht mich hinstellen kann und sage, ich hänge jetzt ein Kreuz auf, lebe aber nicht die christlichen Werte der Nächstenliebe und Barmherzigkeit, gerade in Einrichtungen von Asylantenheimen. Und in diesem Kontext, wie passt es zusammen, dass wir in den Kirchen singen, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Werke und dann rausgehen aus der Kirche und genau diese Werke, die wir gerade gepriesen haben, wieder kaputt machen durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Wie passt es zusammen? Also das ist wirklich unser Auftrag, Schöpfungserhaltung, und zwar jeder, der einen Funken konservativ ist und seine Kinder liebt, wie wir schon gehabt haben, der muss sich vehement für Klimaschutz einsetzen, weil alles andere ist gelogen und nicht ehrlich. Ja, Verantwortung übernehmen, wie viel Müll schmeißen wir denn täglich weg? Vielen Menschen ist das nicht bewusst. Wir haben Restmüll, wir haben Recyclingmüll, wir haben CO2-Müll. Wenn jeder Mensch den CO2-Müll, den er erzeugt, der ist 60 Mal so groß wie der Restmüll, den er hat, wenn wir 60 Mülltonnen vorhalten müssen für unseren CO2-Müll und die jede Woche rausziehen müssen oder alle zwei Wochen, dann hätte keiner mehr Bock auf CO2-Ausstoß und Verbrennerfahren und Öl- und Gasheizungen haben. Ja? Das ist unsere Verantwortung, auch für die kommende Generation. Und die meisten Emissionen kommen eben aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas in unseren Bereichen Strom, Wärme, Verkehr, Industrie. Nur ein Bruchteil kommt aus der Landwirtschaft und aus dem Abfall. Wie lösen wir jetzt dieses Problem? Da geht es zunächst mal los mit dem Thema Laufzeitverlängerung der Kernkraft. Ich komme noch zur bayerischen Energiepolitik. Das war hauptsächlich Atom und Gas. Und jetzt hat man gesagt, wir lassen die Kernkraftwerke länger laufen. Die Netzbetreiber haben uns ausgerechnet, was das bringen würde. Es würde gerade mal 0,2% des Gasverbrauchs reduzieren
und wir könnten zur gesicherten Leistung, damit wir kein Blackout haben, 10% beitragen. Dieser Beitrag ist marginal und das Risiko nicht wert, was mit der Atomkraft verbunden ist. Und die nächste Lüge, die am Stammtisch erzählt wird, und es ist auch wieder absolut unchristlich zu sagen, wir verschenken Strom in Ausland, wir beziehen ihn außen und wir kaufen ihn dann teuer wieder ein. Nein, letztes Jahr haben wir 61% mehr Strom exportiert als importiert und dabei 4 Milliarden Euro verdient. Und allein in diesem Jahr bauen wir so viel Gigawatts zu, dass wir wieder locker ein Atomkraftwerk ersetzen von der Strommenge her. Der nächste Punkt, den viele Leute immer glauben, wir machen neue Kernkraft, auch da kann man sagen, die Atomkraft ist weltweit rückläufig, sie ist auf dem absteigenden Ast, weil sie schlichtweg zu unsicher ist und zu teuer ist und kein Mensch weiß, wohin mit dem Atommüll. Und deswegen die Erneuerbaren, die Weltgemeinschaft hat es längst entschieden, 90% aller Investitionen weltweit gehen in Wind- und Solarenergie. Die Sache ist gelaufen. Und an der Stelle, glaubt ihr wirklich, dass Bayern ein Lederhosen-Atomkraftwerk braucht? Ich sage nein. Wir brauchen Wind und Sonne. Wir brauchen kein Lederhosen-AKW. Wir haben genügend Potenzial erneuerbare Energien auf unseren Dächern, in unseren Siedlungen, wenn man nur diese Abstandsregelungen vernünftig regelt. Da ist das Potenzial, es ist immens. Und das Beste ist, dass es auch bezahlbaren Strom liefert. Jeder, der bezahlbaren Strom will, muss auf Wind- und Solarenergie setzen. Gerade im Vergleich zu neuen Atom- oder Kohle- oder Gaskraftwerken ist 4 bis 8 Mal teurer wie Wind- und Solarstrom. Also jeder, der ein bisschen ökonomische Vernunft hat, setzt auf Wind und Sonne. Und was noch hinzukommt, wenn ihr euch anschaut, wie viel Fläche brauchen wir denn, da ist einfach Wind- und Solarenergie die Energieform, die am wenigsten Fläche braucht. Das heißt, wir halten fest, Wind und Solar haben das größte Potenzial bei den geringsten Kosten, bei dem geringsten Flächenverbrauch. Und das ist absolut notwendig, damit wir in Bayern unsere Industriestandorte halten und den Strom bezahlbar halten. Dann haben wir schon vorher auch im Redebeitrag gehört, die ganzen Mythen. Wenn ich eine Solaranlage mache und daraus ein Biotop mache, dann habe ich kein Spritzen, kein Düngen mehr, super für die Artenvielfalt, besser fürs Grundwasser, weil keine Nitratbelastung. Ich hole mit einem Hektar Solarpark so viel Strom von der Fläche wie mit 40 Hektar Biogasmais. Das heißt, es ist wirklich absolut flächeneffizient. Wir werden genügend Fläche zum Ernähren haben, gerade auch wenn wir von der tierbasierten zu pflanzenbasierten Ernährung gehen, dann wird wahnsinnig viel Fläche frei. Das ist überhaupt kein Thema. Genauso bei den Vögeln. Wir haben tolle EU-Projekte, die das monitoren und wissenschaftlich nachweisen, an was Vögel verenden, gerade die großen Greifvögel. Und da seht ihr, dass die Windkraft unter ferner Liefen ist. Und gerade angesprochen, der Mythos, auf dem CNH aufgebaut ist, Vögelsterben, widerlegt. Wir haben einen sauberen Artenschutz. Infraschall ist gesundheitsschädlich, widerlegt. Basiert auf einer falschen Studie mit Faktor 4000 zum hohen Infraschall. Und Landschaft verschandelt, auch das ist widerlegt, weil wir seit Jahrtausenden erneuerbare Energien oberirdisch nutzen. Angefangen von Holz und Windkraft etc. Natürlich, genau, und das ist nochmal der Beweis, den bringt längst die Börse. Desto höher der Anteil der Windkraft, desto günstiger ist der Strom. Auch hier wieder, bezahlbarer Strom gibt es einfach nur mit Windkraft und das hat die Industrie längst verstanden. Und deswegen sucht sie sich auch Standorte, wo sie kostengünstig produzieren kann. Und wenn sie die nicht mehr in Bayern findet, dann geht sie woanders hin. Das ist die wirtschaftliche Realität. Und an der Stelle an jeden, der Wind- und Solarparks verhindert im Landkreis oder im Gemeindetag oder im Städtetag, wer profitiert davon, dass du Wind- und Solarkraft ablehnst? Wo geht das Geld hin? Wieder nach Saudi-Arabien, Katar oder Russland? Oder bleibt es bei dir in der Heimat und sorgt Wertschöpfung? Jeder, der einen Funken Patriotismus in sein Herz hat, sorgt dafür, dass Wind- und Solarenergie ausgebaut wird, gerade auch in Bayern.
Wir brauchen natürlich auch die Netze und die Speicher. Das ist so klar, wie die Sonne vom Himmel scheint. Wir haben Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Haushalte. Wir haben Wind und Sonne als Hauptträger. Aber dazwischen brauchen wir den räumlichen und zeitlichen Ausgleich über Netze und Speicher. Und jeder, der Windkraft und Speicher und Netze blockiert, so wie es die CSU getan hat, der verhindert, dass Bayern ein stabiler Wirtschaftsstandort bleibt. Und auch hier, wir haben alle Speicher, die wir uns wünschen, die Pumpspeicher, wir haben die Batteriespeicher, wir haben die Gasspeicher, die wir mit erneuerbaren Gasen füllen können aus Biogasanlagen, Power-to-Gas, Wasserstoff. Und die Gasspeicher sind einfach riesig und das ist die Absicherung schlechthin für alle Stromnetze und alles, was am Strom hängt. Weil das ist viel, viel mehr, was zukünftig am Strom hängen wird, weil einfach Wind und Sonne so günstig ist. Das ist einerseits das Haus über die Wärmepumpe und den Wasserstoff teilweise. Das ist aber auch die Industrie mit dem Wasserstoff und mit dem Strom. Das ist die ganze Mobilität, über die wir schon auch gesprochen haben. Sei es elektrisch oder halt teilweise mit E-Fuels, die wir definitiv auch brauchen für die langen Strecken. Und die ganze liebe Digitalisierung, die wir so pushen im Freistaat, ist nichts, wenn der Strom nicht da ist. Und deswegen steht und fällt der Klimaschutz in Bayern auch eben mit dem Ausbau von Wind- und Solarenergie. So, das Ganze muss aber noch abgesichert werden, eben wie ich schon gesagt habe, über die Speicher. Das heißt, wenn man aus Kohle und Atom aussteigt, muss man in die Speicher und Netze einsteigen. Und wer das nicht tut, der will beim alten System bleiben. Und von daher, das ist die Absicherung für alles, was an Stromnetz hängt, auch die Gaskraft, deswegen verteufelt mir auch nicht die Wasserkraft, also den Wasserstoff. Die Speicher sind die Absicherung für alles, was dranhängt, gerade im Winter, auch die Wärmepumpen, die E-Autos etc., die brauchen den Wasserstoff, die brauchen das erneuerbare Gas, damit wir sicher über den Winter kommen. Und jeder, der das verhindert, ist vom alten System. Und hier nochmal ein Kompliment an euch. Ich war auf vielen Veranstaltungen, das ist mein erster Parteitag, ich bin ehrenamtlich hier. Ich habe als Dankeschön eine Zoo-Eintrittskarte für Nürnberger Zoo für meine Familie bekommen. Aber was mir auffällt, ich habe noch nie so viele junge Menschen gesehen bei einer Parteiveranstaltung. Also hier sitzt die Zukunft. Hier sitzt die Zukunft und nicht die Vergangenheit, also Respekt für euch. Wir brauchen aber auch Vielfalt in der Wärme, nicht nur an anderer Stelle. Wir brauchen die Vielfalt, die Wärmepumpen, die wir nutzen, die Solarenergie, ab und zu auch das Holz, bitteschön, verteufelt mir nicht das Holz, weil einfach auf dem Land, die Menschen haben wir immer gesagt, geht weg vom Öl, geht hin zum Holz. Holz ist CO2-neutral, weil es wächst und dabei CO2 bindet und das CO2 wieder in der Luft landet. Holz ist knapp, definitiv, aber gerade bei den Pellets, die werden zu 90% aus Reststoffen hergestellt. In Deutschland, wir exportieren dieses Gut sogar, ist CO2-neutral und auch verfügbar. Auch Biogas, auch der Wasserstoff in manchen Systemen. Ich glaube, dass wir dieses GEG jetzt nur noch durchbekommen, wenn wir auch diese Vielfalt zulassen, die wir alle haben und dann über die entsprechende Förderung die Anreize setzen, dass die Menschen genau das installieren, was am effizientesten sind, nämlich die Wärmepumpen. Und wie mache ich das? Und jeder, der sich jetzt noch zu Hause eine Öl- und Gasheizung einbaut, der ist genauso verkehrt dran, wie sich die ganze Zeit verzweifelt auf die Straße zu kleben. Ich finde das genauso extrem und nicht zielführend. Und von daher, bitte lasst das mit den Öl- und Gasheizungen, das ist nicht die Zukunft. Ich kann jetzt hier schön reden, wenn ich nicht das selber lebe, was ich sage. Ich habe mit meinen Brüdern selber die Solaranlagen draufgebaut. Wir fahren für 1 Euro 100 Kilometer mit unserem E-Auto. Wir sind zu 83% autark bei uns zu Hause. Also es geht, wenn man will. Aber wir brauchen auch Lösungen für Menschen, die zur Miete wohnen und die nicht das Geld haben, sich ein Eigenheim zu leisten. Und wir brauchen auch die Vielfalt im Verkehr, versteht mich nicht verkehrt. Aber wir haben es vorhin gehabt, Christian Bernreiter, auch aus meiner Heimat, aus dem Passauer Eck. Unter der CSU-Führung von Ramsauer, Dobrindt und Scheuer ist in Deutschland fast nichts investiert worden in die Schiene. 3 bis 4 Mal so viel in Österreich in dem gleichen Zeitraum, 6 bis 7 Mal so viel in der Schweiz. Und deswegen kann sich Herr Bernreiter schon hinstellen und sagen, auf dem Land bringt das Ticket nichts, wenn vorher seine Partei diese Suppe eingebrockt hat.
Wir sehen aber auch, dass wir für die Klimaneutralität neben dem Strom auch den Wasserstoff und die E-Fuels brauchen für die klimaneutrale Mobilität in gewissen Bereichen. Deswegen bitte verteufelt mir auch den Wasserstoff nicht zu sehr. Wenn ich vor 20 Jahren die Solarenergie angeschaut hätte, die war 10-mal so teuer damals und hat nur einen wesentlich ineffizienteren Beitrag pro Vollaststunde als Windenergie und war damals super knapp. Also wenn ich damals gesagt hätte, guck mal, Solarenergie ist super teuer, super ineffizient und super knapp, ist der Champagner der Energiewende, dann wäre das nicht gut gewesen. Und von daher, Solarenergie hat damals noch nicht die Kostendegression durchlaufen, genauso wie der Wasserstoff jetzt. Also von daher, gebt dem Ganzen ruhig eine Chance. Zur Industrie, wir brauchen eine Kreislaufindustrie, die als Kreislaufwirtschaft funktioniert. Und da ist es ganz, ganz zentral, dass wir Energie von Bayern für Bayern erzeugen. Und das schaffen wir beim Bier, das schaffen wir bei Lebensmitteln, warum nicht auch bei der Energie? Und dann können wir auch eben klimaneutral produzieren und klimaneutral werden, eben auch wieder mit Biomasse, mit Erneuerbaren, mit Wasserstoff, mit synthetischen Treibstoffen. All das wird möglich sein, um auch eine klimaneutrale Energie in der Industrie zu haben. Das heißt, wir können raus aus Kohle, Öl und Gas. Wir können rein in die Erneuerbaren, wenn wir wollen und wenn wir vor allem eine vernünftige bayerische Wirtschaftspolitik haben. Weil die bayerische Energiepolitik bisher war nicht nur umweltfeindlich, sondern auch wirtschaftsfeindlich. Und das sehen wir daran, dass wir natürlich die Atomkraft gefördert haben, ohne zu wissen, wo das Endlager ist und was beim GAU ist. Und dann haben wir natürlich gesehen, dass wir uns sehr stark um fossiles Gas bemühen. Es ist über Generationen, in den 1970er Jahren ist die erste Gasleitung aus Russland nach Bayern gekommen. Über Generationen sind Ministerpräsidenten nach Moskau zu Putin gepilgert, um dort für eine sichere Gasversorgung zu sorgen. Dann haben wir auch im bayerischen Energiekonzept, war immer festgeschrieben, dass das, was die Bürger machen... Ja, der Klicker auf der Bühne hatte ein Übertragungsproblem. Das heißt, wenn ich da einmal drauf gedrückt habe, ist entweder gar nichts vorangegangen oder sehr viel. Und deshalb wurde diese Folie übersprungen, die dann doch sehr wichtig war. Söder sagt immer, Bayern ist Sonnenland. Woher kommt das? In den 70er, 80er Jahren gab es die Anti-Atomkraft-Bewegung, die Friedensbewegung und die Frauenbewegung, die im Endeffekt alles im Gründungsmythos der Grünen gemündet sind. Und aus dieser Anti-Atomkraft-Bewegung hat sich auch eine Forschung für erneuerbare Energien abgeleitet in den 80er, 90er Jahren. Und auch die Entwicklung letztendlich des EEGs im Jahr 2000. Und das war im Endeffekt halt der Grund, warum das unter Rot-Grün der Meilenstein gelegt wurde für den Ausbau der Photovoltaik und damit der Solarenergie in ganz Deutschland. Das wurde über Jahre dann auch von der CSU immer wieder bekämpft. Und letztendlich ist das der Grund, warum das Bayern Sonnenland ist. Dann haben wir auch im bayerischen Energiekonzept, war immer festgeschrieben, dass das, was die Bürger machen, eingebremst werden soll und der Ausbau der Erneuerbaren, der jedes Jahr vorangeschritten ist, in 10 Jahren erfolgen soll. Das, was in einem Jahr passiert ist. Es war einfach wirklich ein Bremsen dieser ganzen Energiewende. Und 2011 haben wir den Atomausstieg beschlossen, was dabei klar war, wo alles Glück war, wo unser Bischof Marx war, dass wir dann einsteigen müssen in Windenergie, in Netze, in Erneuerbare. Genau das wurde verhindert von der CSU hier in Bayern. Und deswegen wundert es keinen, dass wir irgendwann mal in eine Strompreiszone kommen sollte. Die wurde dann verhindert, indem der Seehofer gesagt hat, okay, wir akzeptieren eine Erdverkabelung, die uns wieder 15 Milliarden Euro mehr kostet. Und jetzt wollen wir wieder ein Lederhosen-AKW oder irgendwo in Norddeutschland fracken. Das kann es nicht sein. Vor allem nicht, weil uns die Industrie abhaut und die braucht günstigen, klimafreundlichen Strom und den findet sie in Norddeutschland und nicht mehr im Süden. Und deswegen überlegen solche Firmen wie die drei hier auch wegzugehen und das ist schädlich für Bayern. Also das kann es nicht sein. Genau. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass wir Ehrlichkeit brauchen. Ich habe es schon angesprochen. Ehrlichkeit, Fehler einzugestehen, dass es ein Fehler war, die Windkraft nicht auszubauen, die Stromtrassen zu verhindern. Diese Ehrlichkeit brauchen wir. Und ich habe schon vor langem 8 Thesen zum Bayerischen Energiegipfel gemacht.
bin auch mal rausgefallen aus dem ganzen Bereich, weil ich offen im Fernsehen gesagt habe, wir brauchen die Stromtrassen. Dann hat mich die bayerische Regierung entfernt von allen Ämtern. Herr Aiwanger hat mich wieder zurückgeholt. Dann habe ich vorgeschlagen, wenn Bayern klimaneutral sein möchte, dann muss es massiv Wind und Sonne ausbauen. Jede Woche 3 Windräder, jede Woche 5 Fußballfelder Photovoltaik, jede Woche 10 Batteriecontainer, 10 Elektrolyseure, jede Woche 1000 Öl- und Gasheizungen rausschmeißen, jede Woche 6000 Verbrenner ersetzen durch Elektroautos und so weiter und so fort. Und damals haben mich alle ausgelacht. Heute schreibt der Verband der Bayerischen Wirtschaft in seine Wahlempfehlung rein, der Ausbau der Windkraft, da muss Bayern an die Spitze gehen. Leute, wir haben mittlerweile die Wirtschaft voll hinter uns. Und das ist jetzt auch mein letzter Punkt. Umsetzen. Wir müssen es einfach nur umsetzen. Ich habe die Idee vom Windernte-Dankfest nach Bayern gebracht. Da haben die in Lammerdingen die Landfrauen haben 38 Torten verkauft, die Kinderbetreuung hat eine Hüpfburg aufgebaut, der Musikverein hat aufgespielt und der Reinerlös ging an den Sportverein. Ja, so geht's. Ihr müsst es zur bayerischen Kultur machen. Der Pfarrer hat zudem noch gepredigt. Und wir brauchen ganz viele Menschen. Also ihr seid hier wahnsinnig viele junge Menschen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr mit eurem Leben anfangt, kommt zu uns in die Hochschulen, geht ins Handwerk, setzt diese Energiewende um, weil das ist das, was jetzt dran ist. Und die Katharina Schulze hat mich vorher inspiriert zu etwas, was ich euch noch mit einladen möchte, ein interaktives Element am Schluss. Wir machen eine kleine gedankliche Reise in unsere gemeinsame Zukunft. Und es funktioniert am besten, wenn ihr einfach mal kurz die Augen schließt, weil dann können wir im geistigen Auge durchgehen, was kommt. Und dafür bitte ich euch um ein bisschen mehr Ruhe als bisher. Dankeschön. Jetzt stellt euch mal kurz vor, wie ihr heute rausgeht aus diesem Parteitag. Und dann mit Menschen sprecht die nächsten Wochen, sie überzeugt von den Argumenten, den Einzelnen bewegt, dass er sich mehr für Energiewende und Klimaschutz einsetzt. Und die Wochen und Monate kommen, die Wahl geht gut aus. Darüber hinaus die nächsten Jahre inspiriert der Menschen, sich auch wieder mehr für den Klimaschutz einzusetzen. Ihr seht in der Nachbarschaft, dass die Dächer voll werden mit Photovoltaik, dass immer mehr Menschen mit den Öffentlichen fahren oder sich Elektroauto anschaffen, dass immer mehr Menschen sich Öl- und Gasheizung rausreißen und ihr wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid und die Jahrzehnte vergehen und ihr werdet älter und irgendwann übergebt ihr euer Werk an eure Kinder. Und jetzt stellt euch vor, wir haben ja heute Morgen schon die Kinder gehabt, jetzt holt mal eure Enkel, egal ob sie schon existieren oder nicht, auf euren Schoß. Und die fragen euch, Oma, Opa, was hast du getan für den Klimaschutz, so wie die Welt jetzt ausschaut? Und du sagst, mein lieber Bub, mein liebes Mädel, ich habe alles da, was in meiner Macht war, in meinem Berufsleben, meine Lebensenergie, meine ganze Freizeit, ich habe es reingesteckt, damit du hier ein gutes Leben hast bei uns in Bayern und dass du in Zukunft eine Heimat hast, in der es dir wohlfällt. Dankeschön. Dankeschön. Stellt euch das vor. Lasst es Realität werden. Ihr habt die Macht. Ihr seid nicht ohnmächtig. Ihr könnt es, wenn ihr das wollt. Wir können diese Vision Wirklichkeit werden lassen. Vielen Dank.